Ja, so hallo. Heute habe ich euch mal ein paar Impressionen aus meiner ersten Fuhre in den Raps zusammengestellt. Also hier bin ich gerade beim Gurten. Das war die erste Fuhre mit dem neuen Anhänger. Da wusste ich noch nicht so ganz genau, wie lade ich es am besten, wie mache ich es am besten, wie gurte ich es am besten. Deshalb hat es ein bisschen länger gebraucht. Ich habe auch aus zwei Bienenstandorten die Bienen geholt. Bin dann endlich praktisch auf die Autobahn gekommen. Das Gurten war natürlich am zweiten Standort. Bin dann auf der Alban gekommen. Ein schöner Wanderstandort dieses Mal. Ich meine, es gibt relativ wenig Raps dieses Jahr, habe ich das Gefühl. Also, wenn ihr auch das Gefühl habt, ne, schreibt es mir in die Kommentare. Aber ich habe jetzt hier, wo ich über die Schwäbische Alb gefahren bin, ich glaube, so wenig Rapsfelder habe ich noch nie gesehen. Also schreibt es mir einfach gerne in die Kommentare, ob ihr wisst, warum das so ist oder ob es dafür einen Grund gibt oder ob ich mich einfach täusche. Auf jeden Fall abladen natürlich, dann die Gurte weg. Also ich arbeite ja nur noch eigentlich oder mit diesen Spannbügelgurten. System Ludolf heißt es, glaube ich. Die sind relativ teuer, aber es gibt nichts Besseres. So schnell sind die Gurte dran, so schnell sind sie weg, auch im Dunkeln. Es ist kein Gefummel, wenn es regnet, es funktioniert. Sind relativ teuer, aber lohnen sich. Ich tue ja gerade auch noch jeden Kasten gurten, weil ich ja noch einzeln lade und nicht mit der Palette. Da habe ich ja gesagt, da will ich ja noch investieren. Da muss ich aber noch ein paar andere Sachen im Vorfeld klären. Deshalb mache ich das jetzt momentan halt noch mit dem Uplift. Dazu gurte ich die eben. Ich habe da jetzt noch ein paar andere Spannbügelgurte gekauft. Mit denen bin ich nicht zufrieden. Da dehnt sich der Gurt. Die sind wesentlich günstiger, aber was hilft es, wenn ich Ärger habe und nachgurten muss und so. Also das, da bin ich dann kein Freund davon. Also wie gesagt, einfach Spanngurte weg. Fluglöcher auf und dann kann es im Prinzip losgehen. Ne? So sieht es jetzt an diesem Standort aus. Hier ist jetzt eine Fuhre von mir. Ich fahre die verschiedenen, also dieser Standort, ich meine, da ist jetzt der Raps im Bild, aber eigentlich ist das ein Standort, der unheimlich viele Obstbäume hat. Ne? Also jetzt praktisch hinter der Kamera. Deshalb gehe ich da eigentlich auch ganz gerne hin, weil da kann ich ja nochmal diesen Frühjahrsblütenhonig einfach mit Rapsanteil natürlich in diesem Fall oder in diesem Jahr. Aber da kann ich einfach hier nochmal was machen. Also ich wandere eigentlich in die Obstblüte. Hier sehen wir im Vordergrund auf dem Anhänger liegend nochmal diese billigeren Spanngurte. Ich glaube, er kostet ein Stück 15 Euro gegenüber 17 Euro von den anderen. Aber da ist diese Gurte elastisch und das, war ich nicht so zufrieden. Ich lasse euch jetzt dann noch ein bisschen mit den Bildern alleine, wie wir wieder von der Schwäbischen Alb nach Hause fahren. Wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen, schreibt die wie gehabt gerne in die Kommentare. Und ansonsten freue ich mich natürlich auf einen Daumen nach oben und auf ein Abo. Und das ist dann im Prinzip ich glaube 9 Uhr. Der Rückweg, die Fahrt von der Schwäbischen Alb nach unten, die Arbeit ist getan, der Anhänger ist leer und ich wünsche euch allen viel Erfolg, schöne Tage und bis zum nächsten Mal.